Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Jurassic Park, dem Programm ohne unterschwellige Botschaften. Ah, ist das dunkel da? Da so. Ich weiß nicht, ich glaube da. Mal gucken. Also eigentlich nicht so dunkel. Eigentlich ist das dort ein sehr heller Platz an der Sonne, aber naja. Egal, wollen wir jetzt hier mal starten? Vom Kisten schleppen. Was haben wir denn hier? Also, wer hat Lust, die Kisten zum Hubschrauber? Yay! Niemand! Ich auch nicht. Riecht wie ein Fass voll nassem Hundehaar. Lecker. Aber echt, keine Ahnung, warum die Saurier das Zeug fressen. Vielleicht sind ja da, weiß ich nicht, was drin. Ich heb die Dinger nicht hoch. Die wiegen doch bestimmt Tonnen. Ich dachte, wir sollten hier nur Aktenkartons herumtragen. Ja. Okay. Tja, und jetzt? Was können wir denn noch machen? Na, gucken wir mal, was die anderen da meinen. Ich red mal mit Zorkin. Dann reden wir mal mit Zorkin. Was soll ich machen? Du willst helfen? Dann wühl dich mal durch diese Kisten und schau, ob du was Interessantes über Dr. Zorkin findest. Ja. Cool. Sehr spannend. Wissen Sie, was er zu mir gesagt hat? Es ist egal, dass hier Dinosaurier aus dem Jura und dem Trias nebeneinander leben. Hauptsache, es ist aufregend. Genug von Hammond. Was ist mit unserer Patientin? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Sie hat abgelehnt. Naja, das kann man ihr kaum vorwerfen. Trotzdem, we need to go, never mind. Warum ist das in Englisch? Außerdem kennt sie die Insel. Wissen Sie, Doc, beim Besucherzentrum habe ich solche Bisswunden bei einem meiner Männer gesehen. Mr. Billy für Sie. Mr. Yoda, würden Sie sich bitte wie abgemacht um die Ingen-Akten kümmern? Ja, man. Oh, die ist aber sauer. Hey, wissen Sie, wer unsere Gefangene ist? Sie wäre die Erste. Naja, ich habe sie noch nie auf der Insel gesehen. Ich wüsste nicht, dass sie für Ingen arbeitet, aber ich kenne auch nicht jeden hier. Möglich wäre es also. Ah ja. Stellen Sie die Gefangene ruhig, wie? Hey Doc, haben Sie da drin eine Apotheke? Wird ein langer Rückflug, wenn wir die Gefangene weder aufputschen noch beruhigen können. Sie wird gerade recht harmlos. Sie ist mit Handschellen gesichert. Haben Sie Angst davor, von ihr verprügelt zu werden? Wäre nicht das erste Mal, dass eine Frau ihre Finger nicht von mir lassen kann. Ich unterbreche nur ungern einen, aber wir sollten jetzt los. Kommt leider nicht in Frage, Mr. Yoda. Nee, will sie nicht. Jemand muss sich während dieses Chaos um die Saurier kümmern. Nachher. Tut mir leid, Dr. Sorkin, aber InGen will alle Überlebenden so schnell wie möglich auf dem Festland haben. Ohne Ausnahme. Warum so eilig? Dr. Sorkin, wir haben schon einen unbefugten Eindringling gefunden. Wer weiß schon, wer sonst noch auf der Insel ist. Sie könnten in Gefahr sein. Das Risiko gehe ich ein, danke sehr. Gibt es denn kein Argument, das sie überzeugen könnte, mitzukommen? Wenn, dann war es noch nicht dabei. Also gut. Ich weiß, dass sie wütend sind. Ach, verdammt. Und verängstigt. Und okay, wahrscheinlich keine auch erschöpft. Argumente. Warum machen sie das alles mit? Tut mir leid. Dr. Sorkin. Ich will nicht. Wie ich schon sagte. Aber warum muss ich denn immer damit reden? Ich kümmere mich um die Tiere. Tut mir leid, aber wir müssen sie hier rausbringen. Warum? Mi. Hammond hat diese ganze Sache echt gegen die Wand gefahren. Seine Inkompetenz ist nach dieser Katastrophe offensichtlich. Das stimmt natürlich. Wenn Sie wüssten, was ich in meiner Jugend so getrieben habe, wären Sie überrascht, mich hier zu finden. Aha. Glauben Sie mir, es gibt einen sehr guten Grund. Dann kommen Sie wieder, wenn er Ihnen eingefallen ist. Also woher wussten Sie das mit dem Betäubungsmittel? Okay, das funktioniert schon mal nicht. Bedauerlicherweise ist es nicht. Dann müssen wir jetzt irgendwas über Sie herausfinden. Also, was hast du rausgefunden? Noch nichts. Scheint, als wollte Dr. Sorkin aus der Insel ein Saurierreservat machen und keinen Vergnügungspark. Hat InGen wohl nicht gefallen, hä? Warum auch? Reich wird man damit nicht. Also hat Dr. Sorkin eine Schwäche für den Artenschutz. Gut zu wissen. Aha. Muss ich jetzt nochmal mit dir reden? Infos über Sorkin. Hey Oscar, gab's in der Einsatzbesprechung irgendwelche schmutzigen Details über Sorkin? Ich brauche ein paar Infos, bevor ich den guten alten Yoda-Charme einsetze. Oh. Hat in den 70ern viel demonstriert. So ein Tierschutzkram halt. Mit InGen in Beziehung stehende Infos sind unter Verschluss. Sollen davon ausgehen, dass sie uns schrecklich nerven wird. Das stand da? Zwischen den Zeilen. Okay.
Lass Oscar in Ruhe, Jess. Oh ja, grapsch ihn nicht an. Böser Jess. Willst du vielleicht auch mal was machen? Oder bist du jetzt in der Gewerkschaft? Was soll er denn auch machen? Ich will ja wieder zurück. Schon okay, wenn du mitkommen willst, aber lass Oscar ein wenig Freiraum. Er hat's nicht so mit Kindern. Oder Erwachsenen. Oder Tieren. Such die immer noch? Geh einfach aus dem Weg. Ich will nicht mehr. Was denkt sich Sorkin eigentlich? Wie zum Teufel sollen wir das alles in den Heli kriegen? Keine Ahnung. Aber mach's lieber, wenn du dich mit ihr gut stellen willst. Ah, okay. Tja, danke. Du warst eine Riesenhilfe. Also, Sorkin. War mal ein Hippie. Alter. Oder ein paar Mal auf Tierschutzdemos. Jaha. Wie komme ich denn hier raus? Also, Sorkin. War mal ein Hippie. Wurde ein paar Mal auf Tierschutzdemos. Ja. Ach so, Rechtsklick. Ah. So, jetzt werden wir sie mal richtig mit dem Charme sprießen lassen über Tierschutz. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich versucht habe, ihn zu überzeugen. Der Park sollte ein Reservat sein. Keine Fahrgeschäfte, kein Käfiger. Hammond hat sich für die Wunder, die ich erschaffen habe, nie interessiert. Oh. Es ging ihm immer ums Wissen Sie, wenn Sie irgendwelchen Ärger mit Ingen haben können... Dr. Sorkin. Glauben Sie wirklich, so können Sie mich umstimmen? Was habe ich denn gesagt? Wäre diese Insel nicht besser für so eine Art Saurier-Reservat geeignet? Ist doch ziemlich dämlich, sie so zu behandeln, als ob das hier irgendein Zirkus wäre, oder? Das ist natürlich wahr. Aha. Wenn Sie wüssten, was ich in meiner Jugend so getrieben habe, wären Sie überrascht, mich hier zu finden. Irgendjemand muss mit dem Aufsichtsrat über den Schutz dieser Dinosaurier reden. Sie glauben doch an den Tierschutz, oder? Würden Sie für Sie nicht Ihren Kopf hinhalten? Ja, sie haben völlig recht, Mr. Yoda. Aber das ist alles unwichtig, wenn der Aufsichtsrat... Okay, hören Sie, ich sollte Ihnen das eigentlich nicht sagen, aber soweit ich weiß, wird der Aufsichtsrat eine Sondersitzung halten wegen, Sie wissen schon, einer neuen Leitung. Aha. Wenn Sie da wären, könnten Sie die Ereignisse bezeugen, die hier vorgefallen sind. Sie müssten auf Sie hören. Das ist wahr. Ich sag's nicht gern, Mr. Yoda, aber Sie haben vielleicht recht. Unsere Anweisung erwähnt noch einen Assistenten. David. Ja. Ich fürchte, David wird nicht mit uns kommen. Er sollte sich vom Quarantänegehege fernhalten. Das tut mir sehr leid. Danke sehr. Aber bevor wir gehen, muss ich noch unbedingt etwas im Labor erledigen. Noch was denn? Dr. Harding, vielleicht könnten Sie und Ihre Tochter mir helfen. Ich arbeite an einem Heilmittel für eine der garstigeren genetischen Störungen der Saurier. Aha. Garstige genetische Störung? Was ist das denn? Dr. Harding, wir haben es geschafft. Was genau haben wir denn geschafft? Das war mir allerdings auch. Lysin-Kontingenz aufgehoben, natürlich. Moment, wie bitte? Was ist das? Ingen, Henry Boo, hat den Dinosauriern ein Gen hinzugefügt, das sie abhängig von der Versorgung mit einer Aminosäure namens Lysin macht. Ohne ihre wöchentliche Dosis sterben sie. Das können Sie den Saurier nicht geben. Wir brauchen die Kontrolle über sie. Wenn nur ein paar von der Insel flüchten. Okay, hören Sie. Ich arbeite jetzt seit Monaten an Verhaltenstests mit den Parasauriern. Wenn ich jetzt aufs Festland reise, werden sie bei meiner Rückkehr alle tot sein. Genau wie meine Forschungsarbeit. Das ist aber schlecht. Parasaurolophus, Pflanzenfresser. Normalerweise keine Gefahr. Lassen Sie mich Ihnen die Lösung verabreichen und schauen, ob sie funktioniert. Von wie vielen reden wir hier? Warum kommen Sie nicht mit? Sie können den Fortschritt, den wir gemacht haben, begutachten. Können wir das? Na gut, gehen wir. Cool. Lysin ist auch bei Schweinen eine sehr wichtige Aminosäure, habe ich gelernt letztens. Toll. Trotz der Umstände bin ich froh, dass ich Ihnen das hier endlich mal zeigen kann, Dr. Harding. Was denn, Ladebildschirm? Ah ja. Wir haben hier sehr interessante Sachen mit den Parasauriern angestellt. Kommunikations- und Verhaltensstudien. Aha. Sie konnten Ihre Rufe deuten? Einige davon. Und ich werde sie nutzen, um sie freizulassen. Freilassen? Ich werde die Lösung nicht einsetzen, solange sie noch da drin sind. Aber woher wissen wir, dass keine bösen Dinos hier sind? Tja, das weiß ich auch nicht. Vertrau mir einfach. Die Saurier haben es mir verraten, ich weiß es nicht. Vertrau mir einfach. Glaub mir, mein Schatz. Wenn hier Raubsaurier wären, wüssten wir es. Ah ja. Siehst du die da? Sie ist der Wachposten. Während die anderen grasen, hält sie Ausschau. Wenn noch Raubsaurier in der Nähe wären, wäre sie nervös und würde einen Warnruf von sich geben. Aber sie ist ganz ruhig. Jerry, Sie können die Lautsprecher von da aus aktivieren. Jess und ich stellen die verschiedenen Parasaurier-Laute ein, die wir darüber dann abspielen. Aha. Sollen wir also ein bisschen Brunstschreie starten, oder was? Dad, ist schon gut.
Es ist doch sicher, oder? Die Parasaurier werden uns warnen, falls es Ärger gibt. Bleib bei Dr. Sorkin. Dim, 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 bim, 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 bim. Hä, muss ich jetzt nicht noch erst diese komische Lösung da drüber ballern? Oder bin ich jetzt doof? Was nun? Was machen wir also? Wir können die Tiere nicht einfach rausscheuchen. Aber wir können sie mit Hilfe ihrer eigenen Laute manipulieren. Cool. Die Lautsprecher im Westen des Geheges können einen Fütterungsruf der Parasaurier abspielen, der die hungrigen Saurier anlockt. Die östlichen Lautsprecher spielen einen Paarungsruf ab, der die amorös eingestellten Saurier anlockt. Was ist mit den großen Lautsprechern in der Mitte des Geheges? Ah, die spielen den Warnruf ab. Die Parasaurier werden sich instinktiv davon wegbewegen. Wir können die Saurier also aus dem Gehege treiben, indem wir die Lautsprecher und ihre Rufe einsetzen. Aha. Okay. Wieso sind denn dann da vier? Wie mache ich die Lautsprecher an? Das muss dein Dad erledigen, wenn wir soweit sind. Aha. Also drücken wir jetzt einfach mal die beiden Futterdinger und schauen mal, was da abgeht. Achso, ich kann nur einen drücken. Achso. Nee, da will ich natürlich den da unten am Ausgang haben, ne? Aber warte mal. So. Was passiert jetzt? Jetzt muss hier Kollege, was? Ja, hier. Dr. Harding? Ja? Ja. Ach, scheiße. Was waren das westliche, ne? Die westlichen Lautsprecher, bitte. Aha. Brumm. Jetzt sind die dahin. Okay. Ich habe gehört, sie waren in den 70ern sowas wie eine Hippie-Demonstrantin oder so. Von wem weißt du das? Von Yoda. Aha. Die 70er waren eine turbulente Zeit. Ich habe für das gekämpft, an das ich glaubte. Und manchmal wird man dafür verhaftet. Sie wurden verhaftet und haben trotzdem noch den Job als Wissenschaftlerin gekriegt? Paläogenetikerin. Und ja, die Jugend ist das richtige Alter, um Dinge zu riskieren und seine Grenzen auszutesten. So stellt man fest, was einem wichtig ist. Aha. Cool. So. Dann drücken wir nochmal einfach hier die Paarungslaute da an. Ach so, also kann man beide anhaben. Ja, da fehlt ja eigentlich nur noch... Was kann ich da jetzt anklicken? Einer fehlt noch. Achso, da kann ich so einen Überblick von dem Teil haben. Na, testen wir das doch mal. Was passiert denn jetzt? Dr. Harding? Ja? Östliche. Sie müssen für mich die Lautsprecher im Osten aktivieren, bitte. Im Osten, okay. Na, hau mal rein. Los, du bumsendes Biest. Na, da ist nichts für dich, ne? Wo sind sie denn? Ich will Sex, ich will mich paaren. Ich bin ein Dinosaurier. Also, was ist mit Ihrem Assistenten passiert? Darüber sollten wir nicht jetzt reden. Das würde mich aber schon interessieren. Haben Sie lange mit ihm gearbeitet? Ist nicht wichtig. Oh. Er war ein wunderbarer junger Mann. Und ich bin traurig. Wirklich. Aber ich muss mich hierauf konzentrieren, sonst werden diese Tiere auch sterben. Aha. Gefangen hinter den Mauern, die wir gebaut haben. Verstehst du? Traurig. So, jetzt sind hier nämlich alle links und jetzt starten wir mal den Warnruf. Dr. Harding? Ja? Aktivieren Sie den Warnruf. Haut ab! Weg, 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 weg! Geschafft! Sie sind draußen! Naja, bislang noch nicht alle. Endlich! Zieht fort und mehret euch! Du bist ziemlich gut darin. Vielleicht wird aus dir nochmal eine Verhaltensforscherin. Das kann schon sein. Seid ja nicht so schwer. Aha! Deshalb wurde sie also als Wachposten abgestellt.
Was ist denn mit Ihrem Fuß? Ein gebrochener Zeh. Schauen Sie ihn sich ruhig an. Oh. Ich muss noch schnell etwas erledigen, dann können wir los. Das Lysin. Die Saurier brauchen diese Lösung, damit sie eine faire Überlebenschance haben. Ich weiß nicht so recht. Jerry, das hier ist mein Lebenswerk. Das sind praktisch meine Kinder. Ich lasse sie hier nicht verrecken, nur weil ein Bürokrat fürchtet, die Kontrolle zu verlieren. Sie haben ein Recht auf ein eigenes Leben. Jess. Jess. Ja, macht doch da eure komische Lysin. Als ob so ein Dino da einfach stehen bleiben würde. Nachdem Warnruf da gestartet wurde. Laura, was ist das? Injin, Henry Wu, hat den Dinosauriern ein Gen hinzugefügt, das sie abhängig von der Versorgung mit einer Aminosäure namens Lysin macht. Aha. Ohne ihre wöchentliche Dosis sterben sie. Klug. Verrat's nicht meinem Dad, aber ich habe eine 4 in Chemie. Das brauchst du auch nicht. Dann wird der heutige Tag sehr lehrreich sein. Die Lösung, die wir im Labor hergestellt haben, wird diesen Zustand aufheben und die Tiere werden ganz normal weiterleben können. Wir müssen sie nur in den Hauptwasservorrat leiten. Okay, sollte kein Problem sein, oder? Du trägst eine große Verantwortung, Jess. Ich krieg das hin, Dr. Sorkin. Ich meine Laura. Na, dann mach okay, das mal. Jess, legen wir los. Wenn ich's doch sage. Danach habe ich fast dem chinesischen Essen abgeschworen. Ja, klar. Als ob du jemals Nein zu einer Frühlingsrolle gesagt hättest. Ich sagte fast. Außerdem war das Mädel scharf. Frühlingsrollen weißt du noch, die Blondine? Lecker. Roter Schal. Wie hieß die doch gleich? Ich führe nicht Buch. Komm schon, an die erinnerst du dich. Sie war die mit dem, warte mal, hörst du das? Warum startet denn der Heli? Lol. Fuck! Oh lol. Alles klar, Leute, bis morgen. Tschüss.